Willkommen zurück zu The Walking Dead. Und ja, wie wir es gewöhnt sind, natürlich, nein, nicht das Ausrauben, was wir jetzt gleich machen werden. Nein, ich meinte generell, dass wahrscheinlich viel Film sein wird und ich wahrscheinlich wenig zu Wort kommen werde. Mal gucken. Wir durchsuchen ihn erstmal die Taschen. So am Hintern. Patronen, ja, das kann man mal gebrauchen. Hold on to him. Ammo's getting hard to come by and things aren't going to get better. Ja, da hat sie aber auch recht. Die Hosentasche gucken wir uns mal an. Find anything? Führerscheine. Driver's licenses, two of them. Well, I guess some people just can't leave the past behind. Mir gefällt das gerade nicht, dass es gerade anfängt zu lecken. Na, jetzt hat es sich wieder ein bisschen eingekriegt. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal die Hosentasche an. Smart haircut. Thanks. So, has your crew always been so dysfunctional? You fit in there, but you weren't like them. It makes me Dahin. wonder. I've actually only been with them a little while. I don't know what it was like before I got there, but Kenny was different. I know that. That's it. A nail file. These things are great. Sharpen a blade, strike a flint. Jamie always had one in her purse. It jabbed my hand when I went reaching in. Can never be too sure with these things. Here, give me a hand. Glasses. They're Sarah's. Looks like your friend didn't make it. Sorry. All we know is that she was here. It could be a good sign. Don't go getting your hopes up. Look, Clem, I know what you want me to say, but... Get off! Sarah! God damn it! Shit! Okay, come on. We gotta find a way in. Looks like there's an opening over there. Oh, ich sehe es schon. Nein. It's Nick. Look, he's your friend. We should do this. Goodbye. Aber es war ja klar, weil es war die Entscheidung zwischen ihm und seinem Onkel. Sein Onkel ist gestorben, da musste er ja auch noch sterben. Es war immer so. Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir ihm wieder begegnen. Ja, nimm den mal wieder raus hier, ne? Right, it's done. If it comes to it, if Luke or Sarah or anybody needs to be put down, you gotta be ready for it. No hesitation. I know. I've done this before. That hatchet of yours seems to get stuck pretty easily. It's gonna get you killed. Here, use this. Very effective. We can do this. Okay, just calm down. They don't sound too good. Clock is ticking. I'm ready. So, yeah, yeah, wir sind eigentlich bereit. I know you are. We need to get a better look. We can't stay here. How
How about you get the close one, and I'll hop the fence to get the other. Go for it. Just calm down. Aber echt mal, Sarah ist echt schlimm. Sie sollte sich einfach mal beruhigen. Wenn sie sich auch nicht, wenn sie nicht angefangen hätte zu schreien in der Menge, das wäre überhaupt nicht aufgefallen. Und Sarita würde noch leben und so weiter und so fort. Got a nice little addition to your arsenal. No, Dad. Ah, ja, mit dem Bein weg, ja. Put a knife in the back of its head when it's down. All right, let's get a look at what we've got on deck. Okay, da haben wir einmal den Toten. Glad you're paying attention. Und wir könnten den auch durchsuchen, fällt mir gerade ein. Ui, da sind noch ein paar. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die man so sieht. Ich möchte den aber erstmal gerne durchsuchen. Die Aufmerksamkeit ist ja noch nicht bei uns. Und könnte was Brauchbares haben. Most of these guys are gonna have nothing on them. But it's worth taking a look, when it's not too risky. Ja, das deswegen. Dort könnte ich hin. Da kommt man nämlich auch einfach an die anderen ran. Was ist warm? Look. Aufmachen. Da ist nichts drin. Nee, das hätte mich auch gewundert, wenn. Oh, Sarah, kann man der einmal eine reinhauen? Ah, hat kein Schloss, kein Zündschlingsdings. Nein, ich will nicht unbedingt die Hupe benutzen. Ich will nicht unbedingt die Hupe benutzen. Okay, die drehen sich um. Schön. Erstmal die Beine. Beine, 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 Beine. Beine! Hallo, hör auf, dich zu bewegen. Es war so klar, Mann. Oh Gott. Der war zu schnell für meine Maus. Oder für meinen PC, sagen wir es so. Ja, jetzt können wir das ganze Spiel nochmal machen. Okay, erstmal den hier. Glad you're paying attention. Bei sich hat er ja nichts. Deswegen würde ich einfach mal sagen, machen wir die hier. Direkt. Jetzt muss es aber klappen. You did the knee thing. Nice trick, huh? Das stimmt, das ist echt praktisch. Oh, das sind ein paar mehr als die fünf, die ich gesehen habe. And what gets the interest of the dead? People. How do we get in? If we can make enough noise on this side, we can lure those walkers over here. Then we might just be able to go through that other trailer and get to your friends. What do you think of that? I mean, I'm just making it up as I go along. Let's make some noise. Right. What's going to grab their attention? Ganz dezent das Auto mit der Hupe? What do you want me to do? So ganz dezent? Würde ich spontan sagen. Kann ich mit dem auch noch irgendwas machen oder nur angucken? Da kann ich rein. So, wir gehen mal rein hier. Und benutzen die Hupe. Das wird ja wohl genügend Lärm machen. Damn it, don't do this. That's good, but we need to keep it going somehow. Ah, okay. Wir brauchen etwas, das die Hupe anbleibt. Okay, gut. Dann gucken wir mal hier beim Fernseher. Ach so, das ist nur sowas. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie was anderes, Brauchbares. Was haben wir denn noch? Oh, das wird so lustig sein zum Schneiden. So schön lustig. Weil ich öfters mal hier die Aufnahme stoppen musste wegen den Lags. Das ist nicht so toll.
We can get around this way. Ja, aber ich sehe hier nichts. Ich sehe hier gerade echt nichts. Streuner ist dort. What are you thinking? Oder so. Ja, legen wir ihn auf die Hubbrücken. Just like moths to a flame. Give me a hand. Ja, genau. Das ist aber eine gute Idee. It's working. Come on. Da ist auch noch einer. Oder eine. Oh, und hinter dir. Clem, Clem, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Erst das Bein. Und dann den Kopf rein. Oh, das macht sie von alleine. Come on. Wieso? Wieso ist der Walker? We gotta move it. Then try something else. You're gonna need to use more force than that. Put some muscle into it. I'll hold them off. Just get us in there. Hurry! Ja, ich beeil mich ja schon. Ja, sie hat nur gesagt, helf mir, das zu blockieren, ne? Und jetzt machen sie das halt, ne? Sarah, please. Who's out there? Luke! Clem? Oh, thank God. Did Nick find you? He made a run for it. Looking for help. I saw him outside. Look, he was out there. But we took care of him. You know. Fuck. Fuck. When I heard y'all banging through the door. We gotta get moving. I'll second that. Well, I would have left already, but I got Sarah here, and I don't know what to do about her. What's the matter? You gotta help. Sarah, look, it's Clem. See, it's just like I told you. They're okay. Sarah, come on. We have to go now. What's she doing? Can you get up? I don't know what to do. I can't snap her out of it. Okay, I tried to carry her, but I guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know. It's just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then, well, she saw this mobile home, made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. We're not out of the woods yet. What are we gonna do about her? Maybe she'll listen to me. Maybe. Listen, they're gonna tear this place open pretty soon. We can't stay. So we gotta get her up, or we gotta... Well, I've been trying. I've been trying for hours. I could barely get her to look at me. Clem? Sarah, it's me. Hi. No! Oh, es war ja klar, es war klar. Ich glaube, sie ist ein bisschen autistisch veranlagt, oder? Maybe it seems like you're all alone right now, but you're not. Yes, I am. What about Luke and Jane and me? We came here because of you. All of us in the group. We're your family now. Crap, we're surrounded. What? What about the skylight? All we got. Clem, there's no time. Clem. Listen, Jane might be right.
When everything started, I met my friend Lee. He tried to help me find my parents. He protected me more than anyone else in my whole life. He died to keep me safe. I was so scared. But you're still here. Because he taught me to be strong, even when I'm scared. Because he wanted me to live. And your dad protected you because he wanted you to live. He would still want that. Get to the skylight! Now! Come on, I'll boost you. What's going on back there? My ribs. We're gonna need something to stand on. Luke, get over here. Help me hold this. Clem, see what you can find. Ja, Kühlschrank eher wohl kaum. Eher can we use this? Oder? It's not big enough. Okay, dann doch den Kühlschrank. The fridge. Forget it. That thing ain't budging. Find something else. Naja, eigentlich nur die Kommode, ne? Can we use that? Yeah, that would work. What? Oh, shit. Okay, ready? On three. One, two, three! Okay, gut. Jetzt beeilen, 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 beeilen. Da bricht doch gleich was durchs Fenster. Ich sehe es schon kommen. Nee, doch nicht. Durch das andere Fenster vielleicht. Clem! Clem, help her! Help Jane! Okay, go, go! Keep pushing! Go! Okay, okay, okay! Mein Gott, beruhig dich! Oh Gott. Sie darf nicht sterben. Bitte nicht. Sie ist so cool dafür. Und hat viel zu viele nützliche, hilfreiche Tipps. Luke, you first. We need you up top. Okay, come on. Clem. Sarah, we have to go. Are you listening? I can't do it. Now, Clementine! If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down, too. Not again. Nein, ich überzeuge sie. I can't, I can't, I can't! Daddy! Snap out of it, Sarah! Please! You can't save her, Clem. We have to go. Believe me, I know about this. Hurry up! Das ist mir sowas von egal. Ich verlasse sie nicht. Und wenn dann ein Hieb sein muss, dann ist das so. Hauptsache Jane stirbt jetzt nicht. Jane, 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 hoch mit dir, hoch mit dir. Oh, Gott sei Dank. We gotta go. Sarah. Ich weiß, sie wird auch eine Belastung sein und alles, aber ich, nee. Ich glaube, sie ist dadurch vielleicht zur Vernunft gekommen. Wachgerüttelt vielleicht dadurch.